Für wir den brauchen den jetzt nur eine Ausrede, aufgehen. Dass er später nicht mehr ins Haus sein muss. Damit einfach mal Daniel beschäftigen kann. Wie ein Hund halt, ne? Ein Selbstsüchtiger einfach rein seinen Soßen. Wie Gollum mit dem Ring. Hab ich dich erinnert? Oh, oh Gott, ich get here. Was sollte früh aufstehen? Oh mein Gott. Warum musst du früh aufstehen? Ich hatte heute Labor. Heute. Ach, heute? Ich hab gedacht, morgen. Ich musste heute früh aufstehen wegen Labor und morgen muss ich theoretisch früh aufstehen, weil ich meine GC und MS-Daten auswerten muss. Was heißt denn bei dir eigentlich früh? Wann bin ich aufgestanden? Um 6.45 Uhr. Alter, das ist ja gechillt, da bin ich ja schon fast in der Firma. Ja, du, ich bin auch Student. Es ist früh. Ich krieg auch kein Geld für die Scheiße. Ich bin um 5.30 Uhr aufstehen. Aber du kriegst Geld dafür. Bezahlt. Das stimmt, ja. Ich müsste auch in den nächsten Monaten halt nicht meine Gehaltserhöhung. Wir werden nur ausgenommen und gesagt, ja, ihr seid eigentlich nichts wert, beschwert euch nicht. Ja, ist doch... Nee. Das Übliche. Das Übliche halt, so. Genau. Ja. Bewegungssensor, der wohl menschlich auch paranormal bewegen feststellen kann, er löst aus und wird dann beleuchtet ihm, der ist scheiße. Das heißt, ich hole mir jetzt ein Parabolenmikrofon, ich probiere das jetzt aus. Braucht man für das Farmhaus irgendwas Besonderes? Muss ich was einkaufen? Keine Ahnung. Aber ich könnte meine normale Taschenlampe mal wieder rausschmeißen. Ich habe nicht meine Taschenlampe. Ich habe jetzt die starke immer. Ja, ich auch. Wir haben Ready. Starke, wir haben Salz, Geisterbox, Kamera. Wie viele Kameras kann man mitnehmen? Bis zu 6 Kameras kann man mitnehmen. Aha. Geil. Also eigentlich reichen 4, oder? Nee, wir brauchen mehr. Ich weiß nicht, eine habe ich auf jeden Fall immer dabei für wir den brauchen Der Raffi ist nur eine Ausrede, aufstehen. Dass er später nicht mehr ins Haus sein muss. Nee, aber ganz ehrlich. Also vom Level her müsste ich die Kameras mitnehmen und draußen bleiben. Wieso? Das nächste Mal macht mir anders das Foto. Aber ihr seid Level 10 teilweise, ich bin Level 7. Deswegen werde ich jetzt ein bisschen weniger Fotos machen. Alex müsste mal Start drücken. Achso, ja, sorry, warte, ich muss mein Feuerzeug mitnehmen. Eine Runde machen wir noch. Bei einer Runde wäre ich auf jeden Fall noch dabei. Ja, dann werde ich auch mich gern Bett begeben, weil ich werde morgen schauen wir mal, was ich mache. Morgen muss ich Farming Simulator schneiden, das Video schneiden, reiten. Einkaufen. Das musst du doch nicht schneiden, das ist doch perfekt! Ne, ich schneide es mehr in Folgen. Ich muss mir überlegen, es sind 4 Stunden Video. Ich nehme schon 4 Stunden auf. Wir sind bei 3 Stunden nicht 16 ganz. Aktuell. Ah! Okay. Mhm. Aua! Das hat mir Fuß angehauen. Vielleicht tue ich einfach auch nur die verschiedenen Häuser. Ja. Jetzt rede ich wieder mit mir selber, ist ja klar. Jetzt wird, hey, hi, hi. Hello. Bück dich. Ja, bück dich. Bück dich. Lass mich mal kurz berichten, warte. Je später der Abend wird, desto ekliger werden die perverser werden die Videos. Oh mein Gott, bleib mal so stehen. Oh krass. Ey, geh du mal in die Hocke. Geh um. Ja? Guck mal, ich komm her und. Boah! What the. Alter, das muss jetzt C- oder D-Körbchen sein. Leck mich im Arsch. Schon, gell? Ich glaub, bei deinen auch gerade so hing mir voll ins Gesicht. Die hingen voll durch. Ich hab keine Brüste. Du bist auch ein Mann. Genau. Nicht du mal. Bist auch nur ein Mann. Weißt du, was ich dafür hab? Will ich das wir wollen es nicht wissen. Würmer. Und das ist jetzt sogar in echt. 2 Penisse? Nee, 3. What? Ah, Farmhaus. Stellen Sie an, wie gesagt. Ah, Bewegungssensor. Juhu, den haben wir mit. Finden Sie einen Beweis für übernüchterte EMF-Reader, dreckiges Wasser. Thomas Garcia. Und Garcia. Reagiert nur auf Leute, die alleine sind. Aber was ist denn der Bewegungssensor von denen, der da? Ich nehme ein Parabolmikrofon
und die starke Tasche. Erstmal das Temperaturding mit, du brauchst jetzt kein Parabolmikrofon. Doch, das Parabolmikrofon funktioniert nicht so ähnlich. Und vielleicht reagiert es dies. Ich mag mal probieren. Weißt du, wenn zwei mit Temperaturreader rumlaufen, dann kann ich doch mal das Parabolmikrofon ausprobieren. Ich hab keine Temperaturreader. Niemand hat Temperatur gehabt. Keine Temperatur. Alter, hat es nach nee, keiner. Da hol ich. Aber wenn das ausschlägt, hier habe ich zwei. Ich glaube, ich muss über 10 kommen, damit das stimmt, was hier steht. Ich habe Knochen gefunden. Mag mal bitte deine Kamera mitnehmen. Also ich hatte gerade eine Kamera, musste sie wegtun, weil keiner ein Thermometer dabei hatte. Okay, dann merkst du jetzt einfach, dass hier ein Knochen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir das... 15, hier ist er. Ich hab'n. Wo bist du? Hauptgang hinten. Nein, wieso hast du die Tür zu? Hier. Wo ist hier? Daniel hat gerade die Tür dahin zugemacht. Hier drüben, hier ein 15er Ausschlag. Achtung. Dann hör doch bitte auf, mit dem Mikrofon zu reden, dann hört ihr auch, wo aus welcher Richtung du kommst. Ja, der Daniel stand genau vom. Hier, Daniel. Hier habe ich einen 15er Ausschlag, 13,5. Also, Thermometer sagt gar nichts. Nix? Wie viel sagt es aktuell? Nee, 15, 13, 16. EMF von gar nichts. Alter, ich hab hier. Ich jetzt ist er weg, hä? 13? Hier habe ich 13,50. Hier habe ich 13, 15, 14. Hier ist nix. Alter, ich hole mir mein Strecksthermometer. Du kannst meins haben, dann hole ich die Kamera. Ja, hier Parabol. Warte, ich schmeiß es dir dahin. Ich hol mal kurz Kamera. Dann bleib mal kurz aus dem Raum weg. Dann kann ich mal schauen. Temperatur hat noch nirgends angeschlagen, ne? Hey Leute! Minustemperaturen in der Küche! Das ist gut. Minustemperaturen in der Küche. Da, wo der Knochen ist. Ja, ah! Aber ich kann EMF-Signal schauen. Aber vorher hat das. Vorher war das keine Minustemperatur. Ja, das hat aber auch einen Atem. Und ich habe geguckt, war bei minus 1,5. Hast du den Knochen fotografiert? Ich hol Kamera. Ich rede von Videokamera. Sag, das Licht weg. Ja. Komm rein. Er regelt nur auf alleine. Ich hol mal UV. Jep. Ah, ich denke, das ist Buch. Ich hol die, ich hol noch eine Kamera und noch einen Sensor und dann noch eine Kamera und noch einen Sensor. Hast du es nicht gerade geholt? Nee, ich hab das Buch erst hingelegt. Gemacht ist schon. Ja, leck mich doch. Ja, Daniel, du stirbst einfach. Genau, Daniel stellt sich einfach rein und stirbt jetzt und macht ein Foto. Daniel, du kannst die Voicebox mitnehmen. Aber wir dürfen nicht vergessen, Leute, er reagiert nur auf eine Person und wir haben noch eine Minute. Bedeutet, jetzt am besten Voicebox machen, bevor er voll aktiv wird. Okay, Daniel, laut. Daniel, run. Ja, ich kriege hier kein Signal rein. Hier. Trotzdem muss ich wahrscheinlich allein sein. Ja, deshalb warten wir extra. Warte, er hat die Tür da drüben zugemacht. Schau mal an der. Perfekt, aber die Minute ist noch nicht um.
Let's see, ob da was ist. Bin mal gespannt. Er ist ein Licht des Freundes, kann das sein? Was? Ein Licht des Freundes ist er. Warte, ich komme kurz gerade mit der Kamera. Sprich mit mir. Er antwortet nicht, das hat aber nichts zu bedeuten. Irgendwie Tür ist aufgegangen. Er ist da. Ich will nicht mehr, die haben es heute auf mich abgesetzt. Also darf ich mal anmerken, dass die Drecksviecher heute genau neben mir spawnen? Also ich hab so neben meinem Ohr gehabt. Ich geh. Macht's Licht aus, ich geh. Fick dich, Geist! Man hört eiskalt, wie der einen neben einem ist. Das ist unnormal eklig. Unnormal. Der Fahrer hat genau in meinem Ohr so... Ich habe genau sogar gemerkt, wo der stand. Der stand hinter mir links. In meinem Ohr auch. Ich habe ihn nicht gesehen, sonst hätte ich ein Foto gemacht. Ich habe nichts gesehen. Wir haben Licht in der Küche noch an, ne? Bin ich gerannt. Wir haben EMF-Sensor und Bewegungssensor wurde auch mittlerweile auf okay geschaltet. Wir brauchen nur noch dreckige Wasser eigentlich, von den Missionen her. Ja, aber wir haben keine Ahnung, was für ein Geist ist und das ist die Hauptmission. Warte mal, ich glaube... Ja, das kriegen wir doch schon. Warte, ich glaube, ich habe einen Orb gesehen gerade. Kann ja, auch schnell gehen, das Licht ausmachen. Orb. Hey, dann brauche ich kein Licht ausmachen. Du musst aufpassen, in der Mitte, da wo die Hauswandecke ist, da siehst du teilweise den Orb durchfliegen. Haben wir das Buch schon aufgelegt? Ja, das Buch liegt schon, aber man sieht es leider von hier nicht. Mann, ich hätte noch zwei andere Perspektiven. Dann gehe ich mal schnell allein rein und sage ihm, dass er ins Buch schreiben soll. Fuck. Also immer die Fotos. Fluch, wenn man versehentlich ein Foto aufnimmt. Ja, das ist echt grausam. Ich glaube, ich habe Orb auch gesehen, so an der Heizung. Da war es wieder, siehst du? Da siehst du ihn sogar. Ah, ja, genau. Da fliegt er. Jetzt habe ich es flimmern gesehen. Der war ein Geister. Und der hat gerade die Tür zu, glaube ich, gemacht, oder Daniel war es? Nee, warte mal, war das? Daniel, warst du gerade an der Küche? Nein. Hast du die Tür zugemacht zur Küche? Ah, ich habe Geistfoto gemacht, cool. Ja, der Geist war nicht bei der Tür und hat die Tür zugemacht, dann war es nicht der Geist. Ich schau mal im Journal nach, ich habe auf jeden Fall einige Fotos gemacht. Ich habe Interaction, habe ich glaube ich nicht. Oh doch, du hast den Geist sogar drauf. Also auf meinem Foto ist er drauf. Oh ja, du siehst den Schatten. Ja, ich bin ja dann auf ihn zugegangen zum Schluss, weil es nur eine Silhouette war. Daniel, siehst du die Tür da hinten? Ja. Die war vorhin offen und da stand dann eine Person und hat sie zugemacht und ich habe gedacht, das wärst du. Mhm. Ah, ich habe Ghost Dog gesehen. Aber das war wirklich der Geist, der die Tür zugemacht hat, ich glaub's nicht. Mag vielleicht bitte wer mit mir reingehen, weil er reagiert auf alle... Ach, warte, deswegen bin ich allein rein. Ich bin gleich wieder da. Daniel, hast du gehört, ob der Wasser angegangen ist? Nee, ich hab nichts gehört. Ich hatte Herzen. Ich halt euch auf... Oder ich halt Daniel auf dem Stand. Oder geht jetzt doch zusammen rein? Ich geh mit rein, oder? Ja, ich gucke nochmal nach Fingerabdrücken. Okay. Schaut nochmal an der Tür, bitte. Ich sag euch dann, welche Tür das ist, wenn ihr drin seid. Wo er jetzt gerade die zugemacht hat. Genau die Tür, wo ihr jetzt seid. Genau diese Tür. Die hat er vorhin zugemacht. Da war nicht auch der Geist. Check die bitte mal ab. Genau da, wo jetzt ihr beide zusammensteht. Okay, dann können wir das ausschließen. Ich schau mal, welche wir zur Verfügung haben. Sound ist sehr hoch, so zur Info. Sound ist hoch. Alex, warte mal kurz. Wo ist denn das Geisterbuch? Es kann Phantom, Mare oder Jurai sein. Es ist beschrieben, das Geisterbuch ist beschrieben. Nice. Ich mache ein Foto. Es
Es ist ein Yurei. Der Yurei ist ein Geist, der aus Gründen des Hasses oder... Oh, nicht schon wieder der Geist. Geisteszustand des Menschen muss da wieder Zugriff haben. Stimmt, unsere Geistessanity ist wieder ein bisschen stärker gesunken wie sonst. Und wer hat das Foto gemacht? Ja. Ja, purer Zufall. Wer hat es erfunden? Wer hat zwei Punkte gefunden? Ja, purer Zufall. Wer hat zwei Punkte gefunden und den Raum entdeckt? Ich. Du entdeckst den Raum und den Rest machen wir. Das ist das Einfachste. Ey Daniel, du warst schon in dem Raum und hättest gesagt, da ist nix. Ja, ich habe auch den EMF wieder und der reagiert auch nicht immer. Ja, deswegen nehme ich immer den Temperatur-Reader. Daniel, dein Foto. Ich sehe nur Schrank. Ich sehe das Foto nur Schrank und kein Buch. Echt? Ich sehe aber ein Buch. Wenn sie den Raum des Yurei ausräuchern, wird er für längere Zeit... Ach, guck mal, wir könnten auch reingehen, suchen, indem wir den Raum, wo der Yurei ist, ausräuchern. Dann bleibt er still für eine längere Zeit. Also wenn wir Wasser hören würden, könnte man ausräuchern. Ja, wieso? Gehen wir doch einfach mal auf Verdacht rein, oder? Ja, warte, ich nehme... Wir haben nur ein Feuerzeug, ne? Ja. Ich nehme Grütze miteinander. Ich nehme Grützefix mit. Dann mach ich die Räucherstäbchen, oder? Ey, Grutzi, fix nummer 9. Ghostbusters! In the neighborhood! Who do you call? Ghostbusters! Dachte schon, ihr sagt es nicht. Oh Gott, ich hab fast meinen Glauben an die Menschheit verloren. Er ist sehr aktiv. Nimm das Grutzi, fix du Sau! Warte mal, lassen wir immer hier das Wasser ein. Ich glaube, er muss das machen, oder? Er muss das machen, ja. Ich kann eh kein Wasser einlassen. Der ist aber immer noch sehr aktiv, oder? Und ich habe ihn eigentlich ausgeräuchert. Schauen wir noch mal raus, wie die Aktivität ist. Ich drücke da auch die falsche Taste. Die müsste eigentlich längere Zeit deaktiv sein, oder? Nach Yurei-Angabe. Wenn sie den Raum des Yurei ausräuchern, wird er für längere Zeit seine Bewegung einstellen. Also ist auch Aktivität einstellen oder nur Bewegung, dass er sozusagen nicht jagen kann? Dann lass uns doch mal oben im oberen Geschoss suchen, alle zusammen. Ja, wir müssen eigentlich nur aufs Sound. Noch mehr eine Kamera für ein besseres Foto mit. Ich habe keine Kamera. Ich habe Kamera. Die eine Kamera ist leer. Ja, die habe ich leer geschossen. Ich habe eine Kamera. Ah, ich habe eine Kamera. Warum haben wir vier Kameras? Je mehr, desto besser. Okay, let's go. Gehen wir nach oben. Ghostbusters! Nach oben. Ja. Erstmal hätte ich gesagt, oder? Ghostbusters! Ich hab zur Not noch mehr Räucherstäbchen dabei. Die hättest du vielleicht jetzt nochmal zum Ausräuchern verwenden sollen. Leer. Das ist jetzt schon die zweite Packung. Ja, bleiben wir zusammen, bitte. Hier ist nichts, raus wieder. Oh! Du Sau! Daniel, Alter! Ich hatte nicht damit gerechnet, dass Alex reingeht. Ich wollte Daniel irgendwann, dass er allein vorrennt. Das ist doch eher brave, weil dann bin ich ja der alleine Typ. Ja, aber wir sollen zusammenbleiben. Jetzt, wo wir doch schon alle mal zusammen unterwegs sind. Hier gibt es keinen zweiten Raum. Okay, also ist es wirklich entweder unten das Waschbecken oder... Waren wir jetzt schon in allen Räumen? Ja. Ich glaube schon, oder? Und wir müssten vor allem das Wasser plätschern hören. Da waren wir schon, Daniel. Ja, also wir wissen, hier ist was. Machen wir die andere Tür mal zu, da drüben. Oder ich mach sie schnell zu. Dann schauen wir mal unten nach. Das Erdgeschoss ist auch relativ groß. Könntest du dazwischen nochmal bitte einmal ausräuchern? Ja, klar. Gehen wir die Küche räuchern noch einmal aus. Ne, nicht da oben! Nicht da oben! Ich hab echt gedacht, der räuchert schon. Nein. Oh, what? Oh Gott.
Was denn? Der blinkt direkt wieder. Der ist ja auch hier. Also, weißt du schon, ich finde es sehr beruhigend, dass hier eine fette Axt liegt. Ja, ich dachte es mir auch gerade. Aber hier unten gibt es nicht wirklich viele interessante Plätze sonst. Hier die Werkstatt. Ja, mit Puppen. Das ist aber kein Waschbecken. Also ich denke, ey, wir müssen es mindestens jetzt schon hören. Hier unten ist es nicht so groß, dass man es nicht hören könnte. Daniel, wir gehen. Ich geh. Tschüss, auf Wiedersehen. Oh Gott. Ich höre gar nicht mehr. Ihr lacht mich schon wieder alleine mit dich. Ja, du bist auch der nicht sich bewegt, wenn wir sagen, wir gehen. Ja, zu dem Zeitpunkt war ich am anderen Ende des Raumes, weil ich ausgeräuchert habe und die Waschbecken untersucht habe. Du, Daniel, wie oft noch man hört's? Ja, aber das hilft mir nichts, wenn ich am anderen Ende des Raumes bin. Ich funk die ganze Zeit fast. Wir waren im gleichen Raum, du hast nicht mal gehört. Es hilft mir nichts, wenn du sagst, oh, ich gehe jetzt und gehst gleich durch die Tür und ich bin noch in dem Raum. Der Typ hat mir ins Ohr gestimmt, das war widerlich. Ja, und bam. Ich auch jetzt Herzklopfen und dann... Also darf ich nochmal blöderweise fragen, warum sind wir noch hier? Fürs Wasser. Das. Achso. Genau. Was ist, wenn wir ihn hier jetzt mal so lange provozieren, bis das Wasser anmacht, dann räuchern wir ihn aus, bevor wir unsere allen Räucherstäbchen verbrauchen, nur um zu gucken, wo welches Waschbecken ist, weil wir hören es dann eh. Wir haben schon alle Räucherstäbchen verbraucht. Oh. Hatten wir nicht drei? Ich habe zwei verbraucht. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht mehr als zwei gesehen. Ich hatte im Kopf, dass wir drei hätten. Wir können alternativ auch gehen, soll ich nicht? Ich meine, wenn wir wissen, was es ist und einen Toten haben... Wissen tun wir, was es ist. Haben wir die Knochen mit aufgenommen? Ja, Knochen habe ich fotografiert. Hast du ihn dabei? Ja. Okay. Gut. Also, dann fahren wir, weil ich weiß nicht, wie triggerst du, müssen wir ihm sagen, mach uns ein Zeichen, füll das Wasser auf, mach mal ein bisschen Dreck, du Sau, oder... Ich glaube, der macht das selber. Ja, aber müssen wir den irgendwie... Müssen wir ihn triggern, weil teilweise hat es ja relativ früh schon das Wasser gegeben und teilweise erst sehr, sehr spät. Was für ein Geist ist es denn jetzt eigentlich? Jurai. Passt schon. Juri? Ich bin immer noch der Meinung, dass es kein Jurai ist. Aber wir haben genau die Zeichen. Dass das nicht so ausgesprochen wird. Jurai? Wie spricht man das aus? Jurai. Wir werden es sehen. Ein Jurisen ist es. Das kommt von. Das ist ein Ghost Orb. Ja, der fliegt die ganze Zeit darum. Ja? Das ist. Ich hab's mittlerweile heraus. Gibt Temperaturen und Buch. Ich weiß jetzt, woher das kommt. Das ist ein Geist von der Wiesen. Das heißt jetzt Wiesei. Genau. Das ist ein Wiesei. Der wirft mit Bier. Genau, der wirft mit Bier. Der ist im Bierzelt gestorben und ist dann nach Hause geflogen. Und da hat er sein letztes Bier gesoffen. Was oh, mega cool wäre. Sterben ist schon armselig. Hm? Obwohl, könnte noch ein guter Tod sein. Dass, wenn hier irgendwer zu sehr in den Bildschirm reinstarrt, dass der Geist plötzlich hier erscheint und die Leute vom Bildschirm erschreckt. Das wäre so eklig, wenn auf einmal hier so die Fratze einfach im Bildschirm auf so. Ja, aber nur so plötzlich, das wäre mega gut. Das wär. Kennst du diese Videos, wo es solche konzentrierten Spiele gibt, wo dann am Ende eine Fratze kommt und dann teilweise die Leute durch den Bildschirm durchschlagen? Ja. Das würde irgendwie gleich bei mir passieren oder sowas in der Art. Aber stell dir mal vor, der Geist kommt auf einmal so aus dem Haus Richtung Bus spazieren. Ich würde Eiskalt euch zurücklassen und die Tür zu machen. Und fahren weg. Das mit dem Waschbecken mehr. Bin ich eigentlich tot, wenn ihr mich draußen lasst? Also ich würde es nicht gern ausprobieren, aber. Du könntest ja gern probieren. Ich glaube nicht, oder? Ich glaube aber nicht. Weißt du was? Ich mach's jetzt nicht, weil ich hab den jetzt gerade erst gestorben. Mach zu! Aber wir haben noch ein Räucherstäbchen. Sollen wir losfahren? Ja, fahrt los. Okay. Bye-bye! Bye-bye! Du musst den richtigen Knopf drücken. Tür zu, was steht drauf. Ich kann den Knopf nicht drücken. Alex? Es geht auch nicht. Vielleicht geht jetzt erst mal alles. Hauptsache. Huh. Geht erst alles drin, okay.
Gott, das sah aus wie ein Herzschlag ein bisschen. Bakum. 65 Dollar! Enjoy, yes! Oh, ich hab gute Fokus. Ich bin da nicht drin gespawnt. Mittlere Schwierigkeit wurde freigeschaltet. Oh Gott. Für mich nicht. Ja. Und Alex muss noch 4 Level steigen, dann erhält sie die schwierige Schwierigkeit. Ja, großartig. Wollte ich schon immer. Tippitoppi. Alter, jetzt fehlen mir 5 Dollar für noch einen Bewegungssensor. Ich wollte mich verarschen. Ich warte auf, dass er mal stirbt. Wo ist denn die Videokamera? Videokamera. Also ich spare jetzt erstmal, dass wenn ich mal sterbe, ich wieder alles auf einmal nachkaufen kann. Ich hätte gerne noch ein Stativ. Oh, so schön. Stativ. Ich nicht. Ich brauche die Stative nicht, weil wenn du das Stativ verwendest, dann kannst du den EMF-Reader nicht entsprechend positionieren. Was hast du mit deinem Scheiß eben? Ja, es ist einfacher. Du hast doch gesehen, wie nützlich das war, dass du die Kamera so platziert hast, dass du direkt das Signal aus dem Bus gesehen hast. Aber ich habe jetzt eh eine Kamera noch und ein Stativ mehr gekauft. Bedeutet, wir haben insgesamt 5 Kameras. Ja, aber das funktioniert nicht so gut mit dem Stativ. Das ist das, was ich meinte. Weil wenn du das Stativ hast, dann siehst du den EMF wieder nicht. Wir haben 5 Kameras. Warte. Ich spreche aber nicht von der Anzahl der Kameras, sondern davon, dass du den EMF wieder nicht so schön positionieren kannst, wenn die Kamera auf einem Stativ steht. Deswegen haben wir immer noch deine Kamera. Deswegen haben wir noch deine Kamera, die du vor das EMF legen kannst. Genau. Was soll ich sagen? Okay. Wo ist die? Wer hat meinen Ball? Ups, das war ich, glaube ich. Mann, ich kann das nicht. Die Scheiße geht nicht. Boah, hörst du auf, die Bälle wieder einzusacken? Oh Gott, nein. 70. Weiß. Was, 70? Wo siehst du 70? Ja, bei mir oben auf der Zahl. Ich habe 70 Körbe schon gemacht. Die muss echt langweilig sein. Nee, 70. Bei mir steht 10. Ich habe 11. Nein! Ball. 72. Jetzt gib mir auch mal Ball! Gib her! Jetzt mein Ball. Wo ist eigentlich der zweite Ball? Ich hab keine Ahnung. Der ist bei... Oh, den hab ich. Alter. Jetzt ist mein Ball weggeschossen. What? Ich hab grad geworfen, du hast einen Ball getroffen. Oh nein. Du läufst nicht grad nach. Oh mein Gott. Siehst du, was ich sehe? Was denn? Oh! Noch mehr Dosen. Dosen. Und da sind noch mehr Dosen. Wie sind wir da bisher nicht drauf gekommen? Oh. Wunderschön. Ich kann jetzt nicht meinen Dosen suhlen. Oh, Dosen. Wie Dosen. Einfach man da nicht beschäftigen kann. Dosen. Also wie ein Hund halt, ne? Cracksüchtiger einfach rein nach seinen Dosen. Nein. Ist wie Gollum mit dem Ring. Aber wir müssen, rein theoretisch müssten wir mal zusammen Schlacht um Mittelerde spielen. Wenn du unbedingt willst, mich verlieren sehen willst, ich bin solchen Spielen sowas auch schlecht. Nee, ich glaube, du würdest sogar gewinnen, weil Daniel... Wenn du da mit mir spielen, dann verlieren wir zusammen. Ich glaube eher, weil es witzig wird, weil ich und Daniel uns wahrscheinlich damit bashen würden und dann kommt einfach Alex daher und macht uns fertig. Nee, ganz sicher nicht. Ich bin jemand, der bei Age of Empires nur im Friendly-Modus gewinnen kann. Also bei uns beiden läuft es so, dass das Spiel dann meistens irgendwie auf einen Endloskampf rausläuft und wir mit so großen Armeen gegeneinander kämpfen, dass das Spiel explodiert. So läuft es. Das war immer so. Entweder so oder einer hat von Anfang an so einen großen Vorteil, dass der andere nicht wirklich eine Chance hat. Wir müssen unsere Star Wars. Haben wir nicht mal eine Star Wars Kampagnenkarte mal gestartet? Wir haben es ja auch fertig gespielt nach einer Stunde oder so. Stimmt, da war. Weil du deutlich mehr Starteinheiten hattest gefühlt. Stimmt, ich war voll schnell du. Was haben wir denn nochmal gestartet, was wir nie fertig... Haben wir nicht irgendwas gestartet, was wir nie fertig bekommen haben? Aber Daniel, du hast mir mal das gezeigt, oder? Das Schlacht um Mittelerde.
Ja, hab ich. Allerdings ist das ein Mod, von dem Raphael spricht. Ja. Ein cooler Mod. Ich glaube, ich wäre eigentlich nur damit beschäftigt, Aragorns herzustellen. Du kannst nur einen haben. Da musst du ein Dingens. Ja, geht nur einmal, ist ein Held. Dann müsstest du die Dingens spielen. Wie heißen sie? Die Elben von Elrond, wie heißen sie? Die Elben von Elrond. Elrades? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Die Lorien-Elben gibt's Lorien und die. Bruchtal-Elben. Rivendell. Rivendell, ja, genau. 95! Die Elben von Elrond sind eben auch geile Beschreiber. Ja, ist halt so. Hier gibt's Aragorn und die Zwerge. Ja, die haben Aragorn als Held. Und die Elben von Elrond. Ja, alternativ gibt's Alter, die Menschen, die haben ihn aber nur so als Spezialfähigkeit. Daniel, ich habe letztens gegen die Geister verloren. Gegen die Geister? Gegen die neuen Geister, die ganz neue eine Armee. Ach, gegen Dol Guldur. Ja. Alter, die haben mich überrannt. Ja. Ich hab das nie mir vorstellen können, einfach so hab das aufgenommen für das Let's Play, ne? Und da dachte so schlimm kann das gar nicht sein, die werden mich nicht fertig machen können. Zack, war ich tot. Also ich kann mich noch an unseren Dingens, an den einen Kampf erinnern, wo wir diese eine Insel gab und das ganze Land drumrum. Ja. Und bin ich weitergekommen bin. Ah, das war schon funny. Ja, wir hatten das ein oder andere Match, das ziemlich merkwürdig war. Ja, okay, aber da war die Mock-Mock sehr buggy. Ich bin nur gespannt auf die neuen Völker, die jetzt dann kommen. Komm wieder weg. Hey! Ich hab letztens Sims 4 wieder gespielt und mir ist eins von meinen Kindern ertrunken im Pool. Jetzt weiß ich, welches Kind es vorhin war, was wir gefunden haben als Geist. Nee, das war schon erwachsen. Aber ich hab Selbstständigkeit aktiviert, also freien Willen auf vollständig gestellt. Und dann dachte ich, dann können die selber auf sich achten. Sie schwimmt im Pool, hat keine Energie mehr. Nee, sie geht Warte, nicht aus dem Pool. Du kannst in Sims den Leuten sagen, hey, die sollen komplett selbstständig sein? Du verstehst das falsch, Alex. Sie ist nicht ertrunken, sondern sie hat sich ertränkt. Beschlossen sie wirklich dann auf keine Unterschied. Hallo, meine Erziehung ist super, aber meine Sims-Kinder. Geh schlafen! Deine Erziehung ist 100% selbstständig. Sonst kommt ein Jurei vorbei. Du weißt überhaupt nicht, wie ich das spiele. Ja, du hast keine Ahnung, was du redest. Ich spiele schon in der 8. Generation. Der 8. Generation leck mich doch immer. Das hat was für euch ist. So. Das jetzt nicht mehr. Hallo, ja. Macht ihr gerade Wheeling oder macht ihr gerade die 9. Generation? Ja. Alex, komm her, lass 9. Generation machen. Ich kann dein Gebiss schauen. Alter, das wird eine ganze Mistbrüche. Und hab ich Karies? Oh, jetzt sehe ich dein Auge. Alter, ich schau da nicht hin, sonst wird mein Video zensiert. Das noch. Wir haben ein bisschen noch angezogen. Also im Spiel. Ich habe was viel Spannenderes. Was? Fast die 100. Okay. Dosen? Nein. Dosen. Hey, wer hat meinen Ball? Ball? Hallo? Ich mach grad die 9. Ball? Ball? Hallo, das ist mein Ball. Hey, gib mir doch wenigstens meine Chance, meine 100 voll zu machen. Dosen. Du musst einfach nur warten. Hey, 98! Dosen! 99! Bald! Achtung! Wo ist der zweite Ball? Unterm Tisch, da hinten! Da! Nein, dass ich weggehe, dass ich dir den Ball nicht abfange! Guck, da hinten liegt er, ohne Scheiß jetzt! Da hinten! Stimmt! 100! Ich hab 100! Ich hab 16. Davon waren, glaube ich, 8 geschummelt oder so. Stimmt doch gar nicht mehr, mir sind nie welche geschummelt. Doch, man kann nicht von unten hier so. Dosen! Machst du denn Dosen jetzt mal wieder auf hier? Dosen! Willst du sterben?
Daniel, Dose. Dose, 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 Dose. Dose, Dose, Dose. 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 Hey, deine ganzen Dosen sind weg. Fang die Dose. Dose, 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 Dose. Hier so, da, das hin. Also ich will mal sagen, deine Dosensammlung hat dich ganz schön schnell verlassen. Ich weiß, du hast sie verteilt. Stimmt gar nicht. Nein! Hätte erst nicht lachen dürfen. Der Haufen hier hinten sieht so. Oder der hier. Ich versuche die ganze Zeit echt die Dosen so zu platzieren, dass sie weggehen. Aber du kriegst die nicht. Nein. Hey, die ist geil platziert. Ah, ich hab Versteck gefunden, wo man sie nicht mehr herholen kann. Hast du da hinten reinbekommen? Ja. Oh yeah. Weg mit den Dosen. Daniel, weg da. Vernichtet die Dosen. Holt sie wieder raus, willst du verarschen? Daniel, geh weg da. Dosen! Diese Dose. Ja! Hä? Ich hab sie gefangen. Ja! Jetzt ist aber runtergefallen. Warum nimmt ihr mir mein Lebenswillen und schmeißt die hinter die Tonne? Weil sie nicht über den Zaun fliegen. Ich kann nicht Bodyblocking, sonst hätte ich dich jetzt bei den Tonnen eingeklemmt. Es sind zu viele! Es sind Drogen für dich, Daniel. Die sind nicht gut für dich. Wir wollen nur das Beste. Alter, die gehen echt gut weg. Gelöst! Die gehen echt gut weg. Leck mich doch im Arsch. Das Versteck hat doch keiner gefunden. Guck mal, wie schön ich meinen Knochen fotografiert habe. Also, ich meine Knochen, aber... Du hast deinen Knochen, also... Respekt, also, das muss wehgetan haben, du. Du kriegst den Ball nicht dahin. Ja, ich verliere andauernd meine Knochen, so, wenn ich tagsüber rumlaufe. Hm. Daniel versucht gerade unser Spiel zu Glückst zu werden. Aber auch. Alter, der. Nachdem ihr mein gesamtes Spielzeug vernichtet habt. Also ich sehe eine Dose, ich sehe zwei Dosen. Kann ich die auch holen? Ich weiß, ob ich Karton. Alter, ich kann die sogar hier abholen. Cool. Weißt, wisst ihr, was das Schlimmste an diesem gesamten Raum ist? Was denn? Diese Couch. Da ist diese Couch und du hast eigentlich schon Rückenkrämpfe vom Stehen. Und vom Weglaufen und vom Sterben, aber hinsetzen darfst du dich nicht. Da hast du schon eine Couch mit drei Plätzen, die gut gepolstert aussieht, aber du darfst dich nicht hinsetzen. Komm, lass kuscheln! Yay! Yeah. Und das hier? Was soll das darstellen? Dreiviertel HP Grinder. Was? Echt? Du kannst es lesen? Von HP? Ja. Cool. Bench-Grinder. Ja, meine Grafik ist auf niedriger Einstellung, ich sehe da nichts. Ah ja, Dreiviertel HP Grinder. Totally enclosed. Ja, gell? Was steht denn da noch alles? Liste 242A. Use Time Delay 15 Amp Fuse. 160 Hertz. Wenn man nur einen Zeiger hat, es ist immer Mitternacht in diesem Spiel. Durchgehend. Stimmt. Wissen wir noch nicht, aber wegen Geisterstunde wird. Hey, cool! Oh, von wo ist denn die Stadtkarte? New Mexico. Wir sind in New Mexico, hm? New Mexico. Die kriegst du auch den. Ich seh Santa Fe. Las Vegas. Oh mein Gott, was ist das da? Das ist ein Schalter, aber ich kann ja nicht einen ausschalten. Du kannst genauso wenig da vorne die Fuse ausschalten. Oh. Ja, wo sind denn. Ja, wo sind denn deine Dosen? Was ja, wo sind denn deine Dosen? Ja, wo sind die? Soll ich da nicht klatschen? Mach! Wo hast du die Bälle wieder verzogen, Raphael? Welche Bälle? Ja. Welche Bälle? Welche Bälle? Ich weiß gar nicht, was du redest. Welche Bälle? Von was redest du? Gib her. Bin nicht gib's da. Hier. Gib's her. Ich bin ein Baum. Ja. Bin ein Busch. Genau.
Ist das jetzt mal dran, ne? Willst du den? Willst du den Ball? Nein. Nein. Willst du Dosen? Wie es ausschaut. Daniel, willst du Dosen? Ich kann dein Gesicht sehen. Ich kann in deine Nase schauen. Als ich noch weiß. Hey Daniel, ich hätte das Dosen für dich. Geräusche. Ich hätte eine What? Dose für dich. Ich kann deine Hose reinschauen. Ich rede von Dose, nicht Hose. Jetzt sehe ich ein Gebiss. Oh mein Gott, das ist unfassbar gruselig, was hier passiert. Raphael hat dir deine Eier getreten, ich hab's genau gesehen. Stimmt gar nicht, ich war hinter dir. Ja, richtig, aber ich habe okay. einen männlichen Charakter. Ich war hinter ich nicht, dir, das heißt ja nicht, ich war hinter dir. Daniel, ich hab Dosen. Nein. Schau mal, ich hab Dosen. Hast du nicht? Doch, hab ich. Wieso? Ah, ich hab Dosen. Dosen, 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 Dosen. Warte, 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 warte. Kann ich die wegnehmen eigentlich? Nee. Nee. Kannst du auch nicht wegnehmen. Hui! Hä, warum? Wir sind hoch, ey. Dr. Osaka. Mein Alter, das kannte ich am Anfang vom Video rein als extra. Oh dann Gott. Wie Gollum der Asthma-Probleme und dann, hat. Dann, Gollum, give it to me, precious! Eigentlich leise sein. Dann schicke ich Saskia. Es ist nicht so schlimm, die hat das jeden Tag. Stimmt. Wie überlebt denn das eigentlich? Die sich schon an ihrer Tür hängt. Ich will auch Dose. Wer ist Codebomber 187? Hä? Codebomber 187. Hat vorgestern subscribed. Hey, ist doch gut. Ich hab noch eine Dose. Was? Eine orange Dose. Dose? Gib her, ich will auch eine. Was die grüne? Den Ball. Ich hätte noch einen Ball. Gib mir den Ball. Daniel, fängst du? Ich gebe mir Mühe, ja. Schmeiß rüber. Ja, gib her. Nein, 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 nein. Oh. Nein. Was? Nein! Ah. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Ich hab mich gerade doppelt. Ich hab mich gerade doppelt gehört. Ja, solange du da stehst, vergiss es. Scheiße, was ist. Oh, ich geb doch eine Dose. Mein Ball ist weg! Wo ist jetzt hin? Ja, den Ball. Du hast das Mausrad gerollt im Zweifel. Da. Oh, da ist er ja! Weich, weich, weich! Ah! Raphael! Ich hab nicht. Ich hab meine Dose! Ich hab meine Dose! Lüger! Lüger! Ich hab meine Dose! Gib's her! Ja, hier, bitte! Nein, ich will nicht Ball haben. Jetzt hast du auch was. Ball haben. Kann ich mit der Dose da eigentlich auch werfen? Nee, die fliegt nicht so weit. Das probiere ich schon die ganze Zeit. Was ist eigentlich das für ein komisches Teil? Ist das ein Aufnahmegerät? Daniel, weißt du, wie du ausschaust, so. Ich hab meinen Ball. Na, Timon, ja! Ich dribbel, 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 nein! So. Ich bin dafür, dass wir langsam zu einem Ende kommen, bevor ja. wir noch dem Dosenwahn verfallen. Dose! Oh. Habt ihr das gesehen? Was? Nein, ich hab's nur gehört. Klack, 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 klack. Ich hab den Ball gegen die Dose gegen den Ball geworfen in der Luft. Das müssen wir auch mal schaffen. Ich bin trotzdem dafür, dass wir langsam sagen, langsam Tschüss sagen. Ja, sollten wir vielleicht mal okay. Schluss machen, dann so, würde ich sagen, zu einem Ende dann stellen wir uns mal hier zusammen auf die Couch, oder? Ah. Können wir nicht. Scheiße, wir können nur davor, scheiße. Warte, dann machen wir halt hier so... Schöne Geisterjagd. Das war auf jeden Fall deine Dose. Ja, hier deine Dose. Hier, ja. Du kriegst den Ball. Ja. Ja. Hey, wo ist er? Ah, er ist auf dem Sofa. Hä? Hm?
Ich hab nur meine Dose, Schell. Ich hab meine orange Dose. Nein. Ich hab nur meine orange Dose. Ich hab's. Ach, riechst du von dem Teil? Ja. Hey, da ist außerdem der zweite Ball. Da ist der zweite Ball außerdem. Ja, wo? Der Decke. Hä? Wo? Achso. Ich hab Ball gefunden. Na gut, dann verabschiede ich mich mal von euch. Dann verabschiede ich mich von euch Zuschauern. Ich glaube, das machen meine verehrten Mitsucher auch. Jo, schön war's. In der Tat. Witzig war's. Richtig. Bis demnächst, würde ich sagen. Bis die nächste genau. Jagd wieder beginnt. Schau mal, vielleicht stirb ich dann oder vielleicht stirbt Alex dann. Ich bin dafür. Ja, man kann ja Witze machen. Ich bin dafür, als nächstes kommt Asylum. Oh, ja. Wir sollten vorher nochmal die Schule machen. Vorher nochmal Schule. Nee, ich glaube, wir machen mal direkt 100% Asylum. Oh, ja. Das wird spannend. Yes! Das wird spannend. Das wird tödlich. Das wird tödlich, genau. Wahrscheinlich ein kurzer Besuch. Weißt du, was mich dann interessiert? Wenn ich sterbe, wie viel Geld kriege ich zurück? Die Hälfte wahrscheinlich, oder? Ja, nee, aber wie viel ist es dann? Die Hälfte von dem, was du wahrscheinlich insgesamt investierst. Das ist dieselbe Aussage. Mir geht es darum, wie viel Euro das dann sind. Oder wie viel Ingame-Money. Wir kommen vom Thema ab. Das sagt gerade keiner was. Wir kommen vom Thema ab. Mein Rücken. mein Rücken. Wir kommen wieder vom Thema ab. Hui. Aber kriegt man den Ball da oben auf die Deckenleiste? Nee. Daniel, ich kann dich immer noch nicht hören. Ich merk schon. Es ist Zeit für ein konkretes Schlusswort. Hey Daniel, unser lieber Gastgeber. Daniel, sprich ein Schlusswort. Ich meine, ich hab keine. Wie war das damals? Warte mal, ich will das eine noch herausfinden. Ich hab kein Signal. Na gut, auf jeden Fall. Würde ich sagen. Das war's für diesen Stream. Ich hoffe, euch jetzt gefallen. Oder wenn ihr es im Nachhinein beim Video schaut, Ich hoffe, euch haben die Videos gefallen. Schauen wir mal, wie ich die schneiden werde. Es war auf jeden Fall wieder eine relativ funny Runde. 4 Stunden und 40 Sekunden lang. Und ja, ich sehe das hier timingmäßig. Cool, ich bedanke mich für die Einladung, dass ich dabei sein durfte. Ja, es war lustig. Gerne wieder. Gerne wiederholen. Wir können ja mal. Machen wir eine Gaming Group oder sowas. Probieren viel Scheiße aus. Jo. Big Battles. Das war das Wort zum Freitag. Zum Freitag. Zum Samstag früh. Stimmt, das ist Samstag früh. Leg mich doch am Arsch. Ja, Daniel geht schon. Der hat schon Rückenschmerzen. Der muss demnächst mal zum Arzt wahrscheinlich. Ich kann noch nicht hören. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Everything changes.